Ja, genau. Fragen können im Chat gestellt werden. Ich würde auch mitlesen, wenn ich das Gefühl habe, es ist ganz wichtig. Würde ich dich auch unterbrechen und sagen, Mensch, hier gibt es nochmal eine Frage. Dann musst du gar nicht zwingend mitlesen. Und sonst Ja, kann der weil ich hinterher. glaube, damit parallel immer noch in den Chat reingucken die ganze Zeit, das ist ein bisschen schwierig. So. Ich fange schon mal vorsichtig an. Wir haben so gut wie sechs. Schönen guten Abend. Wie ihr an meiner Stimme hört und am Hintergrund seht, bin ich doch irgendwie eher krank zu Hause. Es ist ja auch kurz vor Weihnachten, da gehört sich das so. Was gar nicht so furchtbar schlimm ist, da ich heute gar nicht so wahnsinnig viel reden muss. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem so die kurze Einleitung halbwegs verstehen. Wir haben heute zu Besuch Michael Buddensiek von Biotronic und wollen hören, wie digitale Vitalparameter verarbeitet werden können, wie eine übergreifende Vernetzung hergestellt werden kann. Und das alles am Beispiel der Kardiologie. Kardiologisch sind wir schon ein bisschen gestartet, wie auf einmal Bild und Ton und alles weg war. Jetzt läuft alles, das tut meinem Kreislauf deutlich besser. Und ich freue mich sehr, Michael, dass du da bist, dir die Zeit kurz vor Weihnachten Herzlichen für Dank, uns ja. nimmst. Ja, und das Publikum gehört dir. Es werden wahrscheinlich noch ein paar dazukommen, die abgehetzt schnell sich einloggen, auch manchmal ein bisschen. Und dann werden wir so um die 200 Leute oder was werden und freuen uns sehr auf das letzte Mal Digital Medicine in diesem Jahr. Okay, ja, Jan, danke. Herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Hallo zusammen in die Runde. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie stabil. Vorhin war ich mal einmal rausgeflogen. Mit der Kamera fliege ich ab und zu mal raus. Wenn das so sein wollte, dann werde ich mich natürlich sofort wieder einwählen. Ja, ich möchte Sie heute mitnehmen mal in die kardiologische Welt. Aber bevor ich das mache, wollte ich mich einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Buddensiek. Ich arbeite bei der Firma Biotronic im Vertrieb. Bin dort Key Account Manager für Connected Cardiac Care. Das ist ein neuer Geschäftsbereich bei uns, wo wir uns vernetzen werden. Und das werde ich dann natürlich jetzt in meinem Vortrag aufgreifen. Ich selber bin vom Hause aus Diplom-Ingenieur, habe an der Ruhr-Universität in Bochum Maschinenbau und medizinische Verfahrenstechnik studiert und habe von 96, 99, 3 Jahren im Herzzentrum in der Uniklinik Bergmannsheil Bochum gearbeitet. Und habe dann zum Jahreswechsel zu 2000 zu Biotronic bin ich gegangen und bin jetzt halt seit 20 Jahren bei Biotronic tätig. War bisher immer im Bereich der Herzschrittmacher- und ECG-Therapie tätig und da gehen wir auch gleich mal in das Thema direkt rein. Wir steigen mal ein mit den Todesursachen in Deutschland, auf 1000 pro Jahr bezogen. Da ist mit 600, sagen wir mal, AIDS die Quote. Wir haben rund 8000 Verkehrsunfalltote, 18.000 Brustkrebserkrankte, Verstorbene, Lungenkrebs bei 37.000 und am Schlaganfall versterben ungefähr 48.000 Menschen im Jahr. Der Hauptanteil mit einem Riesensprung macht aber 80.000 Menschen aus, die in Deutschland jährlich am plötzlichen Herztod versterben. Was ist denn eigentlich der plötzliche, oder hier kommen noch Daten aus den USA, da sind es 300.000. Ja, also man kann ungefähr sagen, das ist so einer von 1000, also eine Promille, die halt da versterben. Woran versterben denn eigentlich die Patienten am plötzlichen Herztod? Das sind einmal 10 bis 20% die Bradykardien. Das heißt, das sind langsame Herzrhythmusstörungen. Und den Hauptanteil, nämlich 80 bis 90%, machen die Tachyarrhythmien, das sind schnelle Herzrhythmusstörungen. Dazu gehören insbesondere das Kammerflimmern und Ventrikeltachykardien, die halt in kürzester Zeit zum Herztod führen. Sie kennen das sicherlich selber im Straßenbild, diese AEDs, diese automatischen externen Defibrillatoren, die halt auch von Laien verwendet werden können, um halt den Patienten zu defibrillieren, also mit einem Elektroschock aus dem Kammerflimmern zurückzuholen. Das gibt es halt auch in Miniatur. Und in der Kardiologie gibt es einige elektrische Devices, redet man, da ist sehr viel Englisch in der Kardiologie inzwischen. Die Geräte sind eigentlich heutzutage alle telemedizinfähig. Und wir sind jetzt im Bereich der Rhythmusbewertung. Und man kann das grob in vier Bereiche aufteilen. Das eine ist, es ist ungewiss. Der Kardiologe muss sich sozusagen erstmal Klarheit verschaffen, was der Patient eventuell für Rhythmusstörung, ob er überhaupt Rhythmusstörung hat und welche er hat. Das kann man natürlich mit EKGs, mit externen EKGs machen. Das kann man auch mit
Langzeit-EKGs machen, die einen 24 Stunden oder eine ganze Woche sozusagen laufen. Aber es gibt auch, es kommt gleich im Bild, kleine Chips, die Patienten werden gechippt. Dann gibt es halt die langsamen Herzrhythmusstörungen, die werden mit Herzschrittmachern behandelt. Wenn es dann zu schnell wird, also im Bereich des Kammerflimmerns oder ventrikulären Tachykardien, der lebensbedrohlichen schnellen Herzrhythmusstörungen, dann kommt halt der ICD zum Einsatz. Und wenn das Herz zu schwach ist, dann gibt es die kardiale Resonanztherapie. Damit Sie mal einen Eindruck davon haben, wie sowas aussieht, diese Implantable Cardiac Monitore, das ist im Prinzip so ein Mini-Langzeit-EKG. Das ist ungefähr von der Größe her ein Drittel von einem normalen USB-Stick. Hier unten ist es klein dargestellt. Der Patient wird sozusagen mit dieser Spritze, mit dem bereits vormontierten Gerät, sozusagen subkutan hier entweder parallel zum Brustbein oder parallel zum Septum der Scheidewand des Herzens sozusagen injiziert und kann dann ereignisgesteuert EKGs aufzeichnen, die halt einem Oberflächen-EKG entsprechen. Auf der rechten Seite dargestellt sind die Herzschrittmacher, mal an einer Modellzeichnung, Beispiel eines Zweikammer-Schrittmachers. Zweikammer, weil er zwei Elektroden hat. Die eine Elektrode ist im rechten Ventrikel in der Herzspitze drin und die andere Elektrode ist im rechten Vorhof. Da werden übrigens in Deutschland ungefähr 100.000 von diesen Geräten implantiert. Ich muss noch dazu ergänzen, ich bin da von der Firma Biotronik, aber insgesamt gibt es noch vier weitere Hersteller auf dem Markt. Es gibt drei US-amerikanische Aktiengesellschaften und noch eine chinesische Firma. Biotronik ist ein deutsches Unternehmen, mittelständisches Unternehmen in Privatbesitz aus Berlin mit ungefähr 8.000 Mitarbeitern weltweit im Einsatz. Die anderen Implantate sind dann halt der implantierbare kardioverter Defibrillator. Das ist halt das Gerät, was bei Kammerflimmern halt einen Elektroschock abgibt über diese Wendel. Der Strom fließt dann hier von dieser Wendel gegenüber das Gerät, was auf der linken Seite oberhalb des Brustmuskels sozusagen, aber außerhalb des Thorax, aber unterhalb oder auf dem Brustmuskel oder auch in dem Brustmuskel, gibt da verschiedenste Möglichkeiten der Implantation liegt. Auf der rechten Seite ist dann müssen wir schon im Bereich der Herzinsuffizienztherapie. Da gibt es die kardialen Resonanzgeräte. Da hat man dann drei Elektroden. Da kommen zusätzlich noch für den linken Ventrikel eine Elektrode dazu. Die liegt dort außen in einer Koronarvene, außen am Herzen und ermöglicht, beide Kammern wieder in den Gleichtakt zu bringen. Das sind Patienten, die haben einen Linksschenkelblock bekommen. Und das ist wie beim Auto, wo sozusagen schließen und öffnen Ventile mit dem Zündzeitpunkt nicht mehr übereinstimmt und man halt durch eine parallele Stimulation zwischen rechts und links halt in das Herz in Gleichtakt bringen kann. Da werden in Deutschland hier 24.000 ICDs im Jahr implantiert, 16.000 von den Defis mit CRT-Funktion und nochmal 5.000 Schrittmacher mit CRT-Funktion. Also ganz viele Implantationen, die in Deutschland versorgt werden. Diese Patienten mit ihren Implantaten müssen natürlich auch alle nachgesorgt werden. Das heißt, die kommen regelmäßig zur Nachsorge. Hier auf der rechten Seite ist mal dargestellt, so ein Abfragegerät von der Biotronik. Die anderen Hersteller haben ihre eigenen Programmiergeräte und es können immer nur die Implantate von den einzelnen Herstellern abgefragt werden. Die Patienten kommen in der Regel alle 3 bis 6 Monate. Und sehen Sie eigentlich hier meine Maus? Ne. Kommen alle 3 bis 6 Wenn du hier diesen Monate. grünen Pfeil benutzt, dann Ja, nur der den kann grüne ich Pfeil, gar der nicht mittendrin ist, bewegen. den kannst du mit der Maus verschieben, dann Doch sehe ich jetzt. Und Doch, ich ja, sehe den. jetzt sieht man ihn, ne? Okay, gut. Also die meisten Patienten kommen mit ihren Implantaten alle 3 bis 6 Monate oder sie können halt per Fernnachsorge sozusagen auch kontrolliert werden. Am Ende einer Inhouse-Nachsorge schreibt der Arzt einen Arztbrief, ja, mit den Ergebnissen der Nachsorge und teilt das dem Hausarzt mit, indem er das Ganze per Post ihm sozusagen zuschickt. Meistens kriegt der Patient selbst auch dieses Schreiben auch nochmal ausgehändigt. Oder der Patient ist derjenige, der verantwortlich ist, das dem Hausarzt sozusagen zu überbringen. Da sind wir schon in dem Bereich, dass das natürlich an der Stelle eine etwas altmodische Geschichte ist. Übrigens sind unsere Programmiergeräte ja auch schon ausgestattet mit Bluetooth-Anschluss, mit UMTS-Karte, können diverse Daten schon ausgelesen werden und auch die Verbindung zwischen dem Implantat und dem Programmiergerät
braucht inzwischen auch über eine Funktechnologie. Biotronik hat das sogenannte Homeltoy eingeführt. Ja, da sind wir jetzt im 20. Jahr und verbinden jetzt weltweit Patienten mit ihren behandelnden Kardiologen. Das gibt es inzwischen in 60 Ländern. Über 300.000 Patienten nutzen das weltweit. Und wie das Ganze funktioniert, erzähle ich gleich. Einmal kurz ein bisschen was zur Historie. Es ist im Jahr 2000 losgegangen. Der erste Kunde von uns, mit dem das gemeinsam entwickelt wurde, war die Uniklinik Aachen, also nicht weit weg. Und das Ganze entwickelte sich weiter, immer von vornherein auf die Mobilfunktechnologie ausgerichtet, also über das Handynetz die Daten zu übertragen. Und in 2003 gab es schon das erste webbasierten Zugang. Das Ganze wurde dann weiterentwickelt zu einem Ampelsystem, auf das ich näher weiter eingehen kann. Es kam dann Zulassung von der FDA, also von der amerikanischen Zulassungsbehörde für CE-Marke für den europäischen Bereich. Und es begleiteten die ganzen verschiedensten Studien. Hier sind einige aufgelistet zur medizinischen Sinnhaftigkeit, zur Ökonomie, zur Einsparungspotenzialen, zur Qualitätsversicherung einiges. Ich werde da können wir ein paar Beispiele noch zeigen. Und wir sind ganz stolz darauf, dass wir 2016 die Zulassung sogar bekommen haben zur Mortalitätsreduktion und sind bei der FDA, also der amerikanischen Zulassungsbehörde, auch in der Hall of Fame aufgenommen worden. Die haben so ähnlich wie da in Kalifornien, in Hollywood, so Steine in ihrem Eingangshalle von der FDA, wo halt Meilensteine in der Medizinentwicklung mit aufgenommen werden. Diese Erfindung des EKGs, Erfindung des Röntgens und so. Und da sind wir halt auch mit der Erfindung des Monitorings mit aufgenommen worden in dieser Hall of Fame. Wie funktioniert das ganze Home Monitoring? Der Patient hat ein Implantat sozusagen von Biotronic bekommen. Er bekommt einen Cardio-Messenger ausgehändigt. Das ist ein modifiziertes Smartphone mit einem Quadband-Modem drin. Deckt also sämtliche Handynetze der Welt ab. Und über den Mobilfunk, also UMTS, primär mit der Telekom D1, aber halt auch alle anderen D-Netze, E-Netze und US-amerikanische Netze werden damit abgedeckt. Und dann entsprechend über Roaming-Vereinbarungen mit der Telekom und den anderen Telefongesellschaften werden die Daten übertragen ans Biotronic Service Center. Das sitzt in Berlin für die europäischen Patienten und in den USA gibt es nochmal ein Zentrum für die US-amerikanischen oder die auf dem amerikanischen Kontinent die Patienten. Von da aus wählt sich der behandelnde Arzt halt webbasiert auf der Datenbank, die wir ihm zugeteilt haben, auf unserem Server ein. So, und das Ganze nennt man auch als Remote Monitoring, zu Deutsch übersetzt Fernüberwachung. Home Monitoring ist der Begriff unseres Produktes und Remote Monitoring ist sozusagen der offizielle Begriff für diese ganzen Technologien. Es ist eine vollautomatisierte Datenübertragung. Es werden periodische, also zeitgesteuerte Ereignisse übertragen, aber auch ereignisgetriggert. Ja, man kann da automatische Fernabsorgung führen. Es ist sozusagen datumgesteuert, dass das Implantat die Sachen überträgt. Oder halt zur Früherkennung, dass im Falle von medizinischen oder technischen Ereignissen halt das Implantat automatisch über den Cardio Messenger die Daten in den Home Monitoring Server rüberschickt. Und der Server informiert dann per E-Mail den behandelnden Kardiologen, dass halt bei dem Patienten etwas aufgetreten ist. Einmal kurz in unser deutsches Gesundheitssystem reingesprungen zum Thema Vergütung. Es wird im Moment unterschieden im Bereich der Telekardiologie einmal nach der telemedizinischen Funktionsanalyse. Die ist über den EBM, das ist der Katalog, über den die ambulanten Leistungen abgerechnet werden. Da ist das Ganze vergütet. Was im Moment noch nicht vergütet wird, was aber voraussichtlich nächstes Jahr kommen soll, ist das eigentliche Telemonitoring, was eigentlich in unserem Konzept des Home Monitorings von Anfang an, also seit 20 Jahren, implementiert ist. Da sieht man mal, wie sozusagen sag ich mal, ja, die Vergütung über alle Beteiligten der Krankenkassen, des gemeinsamen Bundesausschusses, sozusagen wie verspätet viele Sachen sind, bis Technologien tatsächlich flächendeckend in den Markt eingeführt werden, weil sie halt an der Reimbursement-Situation sozusagen verfügen. Da sind wir auch in Deutschland sehr ehrlich gesagt schlechter gestellt. Also es gibt andere Länder, auch europäische Nachbarländer, die von dieser Home-Monitoring-Technologie und auch von den Wettbewerbsfirmen
intensiver nutzen als hier in Deutschland, weil es bei uns an der Vergütung sozusagen hapert, was natürlich sehr, sehr bedauerlich ist. Guckt man in den stationären Bereich ein, also das sind alles, wird das in Deutschland als ambulante Leistung eingestuft und die Krankenhäuser gucken da ganz in die Röhre. Die medizinischen Leistungen, auch die Sachkosten sozusagen, die Kosten für den Cardo Messenger, für die Datenflatrate bei der Telekom, die werden für den stationären Bereich auch überhaupt gar nicht übernommen. Also die Finanzierung ist grundsätzlich nur im ambulanten Bereich da möglich. Wir haben, um es zu automatisieren und den Fokus auf die bedürftigen Patienten sozusagen zu richten, ein Ampelkonzept eingeführt. Es gibt rote Alarme, wo schwerwiegende sozusagen Ereignisse dokumentiert und angezeigt werden. Und es gibt gelbe Alarme, die halt etwas Wichtiges anzeigen, wo man aber nicht unbedingt sofort darauf reagieren muss. Darf Das ich ist dich jetzt mit mal hier ein einer Frage kleiner kurz unterbrechen? Screenshot aus der Datenbank. Michaela, Natürlich, sehr gerne. war noch zur Folie davor, ich war ein bisschen spät dran, sorry. Michaela Ja. fragt, aus welchen Gründen die Leistungen nicht vergütet werden in Deutschland. Ja, die Gründe, das ist so ein bisschen schwierig. Also es gibt da verschiedenste Institutionen und Akteure und auch, sag ich mal, Motivationen im deutschen Gesundheitssystem, warum wie was nicht bezahlt wird. Ich sag mal, das Interesse der Krankenkassen ist natürlich an einer Ausweitung der Leistungen nicht unbedingt so ganz interessiert. Und es gab verschiedenste Studien generell zu telemedizinischen Anwendungen. Und die meisten waren nicht besonders, sag ich mal, konnten die Erfolge, die medizinischen Erfolge, knallharte Daten sozusagen zeigen. Da komme ich gleich darauf. Da hat sich das, sag ich mal, 2016 geändert. Vorher gab es bis 2016 überhaupt gar keine Vergütung. Und ja, dann gibt es teilweise offensichtlich wohl auch ein fehlendes Verständnis, weil einfach der Bereich Telemedizin insgesamt, mal abgesehen außerhalb auch der Kardiologie, so weit ist, dass das teilweise auch nicht verstanden wird. Ja. Ich versuche auch heute ja das Thema auch für alle Beteiligten sozusagen so rüberzubringen. Ich weiß nicht, vielleicht merkt man selber auch schon, dass man in dem Thema, dass erstmal sich das auf der Zunge zergehen muss und vielleicht auch sehr detailliert damit beschäftigen muss. Das geschieht an manchen Stellen auch, sag ich mal, in unserem Gesundheitssystem nicht so ganz. Gerne. Also man kann sich das hier so vorstellen, das ist nur ein Ausschnitt von einer Demo-Datenbank sozusagen, dass man wie beim E-Mail-Account laufen halt die Patienten rein und die mit roten Alarmen, die werden halt oben angezeigt, darunter gefolgt sind dann halt die gelben und man kann dann auch differenzieren zwischen Früherkennung, ob irgendwelche technischen Daten reingekommen wird. Und das Ziel ist es, um sich aus seinem ganzen Patientenkollektiv halt um die Patienten zu kümmern, die halt bei denen was los ist und bei allen anderen lässt man sozusagen an der langen elektronischen Leine, nenne ich es mal so salopp. Weil mit dem alten System, also dass halt der Patient, sag ich mal, alle 3 Monate oder meistens ist es aus Kapazitätsgründen alle 6 Monate zur Kontrolle beim niedergelassenen Kardiologen kommt, dazwischen hat man halt einen Blindflug. Ja, und es gibt diverse Ereignisse, die der Kardiologe gerne vorher gewusst hätte. Und unter Umständen kommt der Patient gar nicht mehr oder er wird hospitalisiert, weil er sich verschlechtert hat, ist irgendwas Medizinisches passiert. Und diesen, sag ich mal, Blindflug, den kann man halt über diese Technologie schließen. Diese Lücke. Hier ist mal ein Beispiel, das soll ich, will ich diese Punkte hier nicht durchgehen, sondern das zeigt, dass man pro Patient, pro Implantat, was ist das denn jetzt hier? Da kam jetzt ja gerade eine Update-Meldung hier bei mir rein. So, dass man hier pro Patient, pro Implantat konfigurierbare Ereignisse halt definieren kann. Ja, das sind technische Ereignisse, das sind medizinische, rhythmologische, es gibt hier unten einen Bereich zur Herzinsuffizienz und da kann man halt Grenzwerte einstellen oder bis also wenn bestimmte Dinge passieren, dann wird man dazu benachrichtigt. Man kann sich auch das Ganze zusammengefasst in einem Quick View, zum Beispiel für ein gesamtes Quartal zusammen stellen lassen, sich das als PDF auch ausdrucken. Da hat man alle relevanten Informationen. Hier oben sieht man zum Beispiel den Batteriestatus mit der Tankanzeige von dem Gerät, wie voll die Batterie ist. Ja, hier sieht man etwas zu der Programmierung des Gerätes. Die Geräte sind inzwischen so automatisiert, dass die Nachsorge, das, was der Kardiologe, wenn der Patient zur Nachsorge kommt,
händisch macht. Das machen die Geräte inzwischen automatisiert alleine für sich und können halt diese Daten übertragen. Bei einer Nachsorge werden im Prinzip technische Daten, also Systemintegrität, überprüft, ob die Elektroden noch in den Kammern oder an den Stellen im Herzen liegen, wo sozusagen liegen sollen, ob für die Stimulation des Herzens die Energie immer noch ausreichend ist, um das Herz zu erregen, elektrische Widerstände von Elektroden, dass quasi die Kabel ins Herzen noch intakt sind und natürlich dann die ganze Auswertung zum Rhythmus des Patienten, wie oft er stimuliert werden musste, wie viel sozusagen Rhythmusereignisse auftritt, das Ganze hier unten auch in Kurven mitgeführt zu bestimmten Messparametern. Ups. Ja, und warum ist eine effektive Früherkennung so wichtig? Gerade also für die Schrittmacherpatienten ist es aus klinischer Sicht nicht ganz so relevant. Aber für die Patienten der implantierbaren Kardioverter und Defibrillatoren und der kardialen Herzresynchronisationsgeräte, weil sie einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Das werde ich auch gleich noch in einem Studien zeigen. Diese Patienten haben ein erhöhtes Risiko, atriale Arrhythmien zu bekommen. Zum Beispiel das Vorhofflimmern. Vorhofflimmern ist generell ein Herz, also eine Volkskrankheit. Die über 60-Jährigen, da kriegen letztendlich 60% der Bevölkerung bekommt, das vor allem die männliche Bevölkerung, kriegt Vorhofflimmern. Und Vorhofflimmern ist, wenn es nicht behandelt wird durch ein blutverdünnendes Medikament, ist das häufigste Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Zusätzlich, wenn diese Patienten Vorhofflimmern bekommen, werden die mit die kardiale Resynchronisationstherapie sozusagen beeinträchtigt bei den Patienten, weil der Rhythmus schnell übergeleitet wird vom Vorhof auf die beiden Kammern und das Gerät halt nicht mehr beide Kammern gleich synchron sozusagen stimulieren kann, weil die eigene schnelle Überleitung sozusagen dazwischen funkt. Diese Patienten haben ein erhöhtes Risiko zur Hospitalisierung. Ja, sie können inadäquate Schocks bekommen, aber vor allem das Risiko zur Dekompensation, das heißt, dass der Patient sich in seiner Herzensynchronisation so weit weiter verschlechtert, dass die Lunge voll Wasser läuft, ja, und er mit Luftnot und dekal kompensiert sozusagen aufgenommen wird. Die Herzinsuffizienz ist halt ein schwerwiegendes sozusagen Ereignis und was natürlich ihnen, soweit es weiter fortschreitet, die Lebensqualität massiv beeinträchtigt. Der Patient kann sich nicht mehr viel bewegen, hat oft Atemnot und ich sage mal, diese Ereignisse, dass der Patient dekompensiert, also voll Wasser, die Lunge voll Wasser läuft, werden mit nachher zunehmend beschleunigt das Ganze, bis es in der terminalen Herzinsuffizienz endet und man natürlich im Rahmen der terminalen Herzinsuffizienz noch die Möglichkeiten hat, in der Herzchirurgie, das bleibt jetzt hier heute mal außen vor, das Ganze dann halt über Herztransplantation, also HTX oder halt über Herzunterstützungssysteme, LVAD und VIVAD, Kunstherzen sozusagen aufzufangen. Aber bis dahin möchte man eigentlich den Prozess möglichst verlangsamen. Und da ist halt einmal die Device-Therapie natürlich der eine Ansatz. Und der zweite Ansatz ist natürlich in Begleitung, ist die medikamentöse Therapie. Biotronik hat vor ein paar Jahren eine Studie durchgeführt. Das war die InTime-Studie. Das ging halt um diese ICT- und CRT-Patienten. Und das war die erste Studie, die halt eine Mortalitäts- und einen richtigen klinischen Benefit nachweisen konnte. Also 30% der Patienten haben sozusagen gibt eine 30% Reduktion der Verschlechterung des Gesamtzustands des Patienten und vor allen Dingen eine 60%ige Reduktion der Gesamtmortalität. Das heißt, da wurden in diesem Studiendesign wurden Zweikammer- und Dreikammer, also CRT-Systeme sozusagen verwendet. Der Patient musste schon eine chronische Herzinsuffizienz haben. Er war schon relativ weit fortgeschritten in dieser NYHA-Klasse 2 oder 3. Da sind wir schon im Bereich, dass man in der Lebensqualität eingeschränkt ist, dass man Atemnot hat. Ja, und hier, das ist ein Wert für, wie weit die Pumpkraft sozusagen eingeschränkt ist. Ich sage mal, hier normal ist irgendwie 70 bis 90%. 35% ist die linke Herzhälfte sozusagen der Pumpkraft eingeschränkt. Und diese Patienten wurden halt eingeschlossen. Es waren hier einmal in den konventionellen Ast, also die klassische Nachsorge. Dazwischen weiß man nichts von den Patienten.
versus die Patienten, die halt im Home-Monitoring weiterverfolgt wurden. Wurden halbe randomisiert, das war eine internationale Studie. Und dem Ganzen folgte ein Schema. Die Patienten, die in der Home-Monitoring-Überwachung waren, da wurden die Daten einerseits an sein behandeltes Krankenhaus geschickt und andererseits ans Herzzentrum Leipzig, was als Monitoringzentrum gedient hat. Und die haben sich die Patientendaten halt auch angeschaut. Und die haben halt geschaut, ob es waren bestimmte Ereignisse vordefiniert. Und wenn dieses Ereignis aufgetreten ist, was Homethon übertragen wurde, dann ging halt dieser Entscheidungsbaum durch, ob das Ganze klinisch relevant ist. Wenn ja, wurde der Patient kontaktiert. Da gab es halt Study Nurses im Herzzentrum in Leipzig dazu. Die haben dann am Telefon den Patienten ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel, ob sein Gesundheitszustand sich verschlechtert hat, ob er in den letzten 2, 3 Tagen eine Gewichtszunahme erfahren hat. Also die Patienten müssen auch, die Herzpatienten jeden Tag ihr Gewicht halt erfassen und in einem Tagebuch sozusagen aufnehmen. Auch ihren Blutdruck messen sie sozusagen selber und führen ein eigenes Logbuch darüber. Und diese Fragen wurden halt auch von den Study Nurses halt gefragt. Es wurde auch gebeten, dass der Patient sich mal an einen Knöchel fassen sollte, seine Wade sozusagen oberhalb des Knöchels mal ertastet, ob er dort Wassereinlagerungen hat. Das kann man halt dann sehr schön diese Hirnbildung sehen. Wenn man das dick geworden ist und da drauf drückt, mit dem Daumen sieht man halt, wie das Gewebe sozusagen eine Dülle entsteht. Und wenn die nicht sofort, also erstens, dass so eine Dülle entsteht, und wenn nicht sofort sich wieder erholt, dann sieht man halt, dass da Wasser im Gewebe auch eingelagert ist. Und wenn auch nach dem Patientenanruf das Ergebnis war des Telefonates, dass das positiv auch bestätigt wurde, die Alarme, dann wurde der Patient halt aufgefordert, seinen behandelnden Kardiologen vor Ort sozusagen aufzusuchen. Ist das Ganze nochmal dargestellt? Wie gesagt, der sekundäre Endpunkt, was also wo keiner mit gerechnet hatte, war halt eine Mortalitätsreduktion von 61%, ja, hochsignifikant statistisch gesehen. Und das wurde hier auch einschlägig in 2014 im Lancet veröffentlicht. Und ja, der Schlüssel sozusagen zu einem Erfolg waren halt die Abarbeitung nach dem Studienprotokoll, dass sozusagen eine Früherkennung möglich war, eine zeitnahe Intervention und bessere klinische Ergebnisse deswegen erzeugt werden konnten. Und wenn man sich diese drei Schlüsselfaktoren nochmal genauer anschaut, dann war es einerseits die Datenübertragung, also die technische Realisation von mindestens 80%. Damals war es, sag ich mal, das war in dem Bereich 2012 bis 2014 lief das. Und damals war die Datenübertragung bei den Patienten irgendwie nur bei 80%. Das hat sich inzwischen erhöht auf ungefähr 96%. Es war vielleicht auch damals geschuldet, dass die Patienten nicht so ganz, vielleicht nicht alle ganz so ganz aufgeklärt werden. Nochmal einmal was zur Technologie gleich, zeige ich noch. Das ist so ein bisschen Plug and Play. Eigentlich ist es ganz simpel. Der Patient schaltet das Ganze nur ein, den Kabelmessenger, und die Datenübertragung läuft eigentlich vollkommen automatisch. Also die tägliche Datenübertragung war sozusagen ein wirklicher Schlüsselfaktor für den Erfolg. Dann, es war ein multiparametrischer Ansatz, also es wurden verschiedenste technische und neurologische Daten übertragen, auch etwas zur Herzinsuffizienz. Zum Beispiel messen die Geräte die thorakale Impedanz. Einmal durch die Brust wird elektrischer Widerstand gemessen. Und wenn der Patient dekompensiert, das heißt, sprich, die Lunge voll Wasser läuft, dann geht die elektrische Leitfähigkeit hoch, weil Wasser leitet ja besser den Strom als unser normales Gewebe. Und da konnte man zum Beispiel auch sehen, wenn die thorakale Impedanz runterging, dass der Patient halt Wasser eingeladen hat. Bedauerlicherweise ist das Ganze mit der thorakalen Impedanz, aber tritt das auch auf bei anderen Szenarien, zum Beispiel bei einer Bronchitis und auch bei Lungenerkrankungen, wo sich halt Sekret oder Schleim auch einsammelt in den Bronchien oder in der Lunge. Deswegen ist das, sage ich mal, die thorakale Impedanz als alleine gesehen, als Parameter, als rein kardiologischer Parameter zur Beurteilung der Verschlechterung der Herzinsuffizienz nicht geeignet, aber in Kombination mit den rhythmologischen Ereignissen, die meistens hergehen, Anzahl von Ventricular Exercise pro Stunde und solche Geschichten, dann doch wieder relevant und ausreichend für die Beurteilung.
Der dritte Erfolgsfaktor war halt dann tatsächlich der Workflow. Bisher die Kunden, die das Home Monitoring genutzt haben, die haben halt irgendwie damit gearbeitet. Der eine hat mal zeitnah aufreagiert, der eine hat vielleicht mal nach einer Woche irgendwie reingeguckt. Ja, war immer noch alles besser, sag ich mal, als ein halbes Jahr am Blindfuß zu haben. Aber hier in diesem Studio war es ja nun halt vorgelegt, dass alle 24 Stunden sozusagen zumindest das Herzzentrum Leipzig als Monitoringzentrum sozusagen reingeschaut hat und einen schnellen Patientenkontakt auch gab. Ja, und zwar innerhalb von 2 Werktagen. Da würde Und ich gerne dementsprechend konnte man halt sehr schnell und vor allem. Bitte? gern noch mal nachfragen. Ich glaube, es war eigentlich sogar schon bei der Folie davor, bei der 21, hat Michaela geschrieben, dass ihr der Workflow sehr sportlich erscheint und ob das bei allen Patienten und Patientinnen realisierbar ist. Hast du gerade gesagt, das macht das Ja, Herzzentrum, aber das die ist müssen sie sicher. dann ja kriegen irgendwie auch. Ja, das ist richtig. Also, das ist natürlich, der Patient muss natürlich damit mitwirken. Das ist richtig. Er muss compliant sein. Er muss natürlich auch telefonisch erreichbar sein. Idealerweise hat er natürlich auch ein Mobiltelefon oder ist halt, oder beziehungsweise der Patient, der natürlich in seiner Herzinsuffizienz sehr schlecht ist, der ist eh zu Hause. Aber die Erreichbarkeit des Patienten ist natürlich auch ein entscheidendes Kriterium und wie der Patient aufgeklärt wurde. Definitiv, klar. Und es gibt natürlich auch, sagen wir mal, Patienten, die vielleicht schwerer pflegefällig sind oder auch vielleicht dement sind, die sind natürlich dann nicht dafür geeignet, aber die haben natürlich dann einen, sagen wir mal, Angehörigen oder vielleicht einen Pflegedienst, der dann halt damit arbeiten kann und mithilft. Ne? Wir haben das dann als Anlass genommen, den Erfolg dieser Studie, dass halt bestimmter Parameterereignisse dann sozusagen das zeigt quasi alle Daten, die halt vom Implantat halt aufgezeichnet werden oder als mit an, das zeigt auch das Ampelsystem. Das kann man jetzt hier, glaube ich, schlecht erkennen. Hier vorne ist die Spalte mit den roten Alarmen, da ist die Spalte mit den gelben Alarmen und mit Benachrichtigungen und dahinter gibt es noch eine Spalte. Gelb ohne Benachrichtigung. Also der Arzt kann quasi pro Patient konfigurieren in den Implantaten, zu welchen Ereignissen er benachrichtigt werden will und ob das für ihn ein roter Alarm ist und gelber mit Benachrichtigung oder nur Patient mit der Plattform gelb. Und um das Ganze einheitlich zu machen und nach den Kriterien von dieser In-Time-Studie zu machen, gibt es halt eine Vorlage, der Patient jetzt, nicht der Patient, Entschuldigung, der behandelnde Kardiologe aufrufen kann, ein Template, eine Vorlage. Und da kann er halt jetzt diese In-Time-Settings sozusagen hochladen und das über seine Patienten jetzt alle, die er im Home Monitoring hat, überstülpen und quasi ja die Voreinstellung aus der In-Time-Studie jetzt auf seine Patienten übertragen. Das haben wir jetzt im Mai diesen Jahres eingeführt. Jetzt berichte ich von einem anderen Konzept, was parallel gelaufen ist. Das war jetzt nicht an einen Hersteller gebunden, hat auch mit Peritonic nichts zu tun. Das war die TIM-HF2-Studie. Das war auch eine, ups, was ist die Maus da? Das war auch eine prospektive, randomisierte Studie, war kontrolliert, war auch multizentrisch, war national in Deutschland und wurde das durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung sozusagen unterstützt. Da wurden insgesamt hier 1570 Patienten sozusagen eingeschlossen. Da gab es halt auch eine Kontrollgruppe von Patienten, die der herkömmlichen Pfad in der Versorgung waren und die Patienten, die in diese Remote Patient Management eingeschlossen wurden. Und das lief über 4 Jahre, waren wie gesagt deutsche Kliniken, Allgemeinärzte, Hausärzte waren damit eingebunden in ein paar Städten, aber vor allen Dingen halt auch in ländlichen Regionen kam das zum Einsatz. Und hier wurde der Patient mit diesen folgenden Geräten sozusagen zu Hause ausgestattet. Er hatte eine digitale Waage. Er hatte ein Blutdruckmessgerät, er hatte eine Einkabelmaske zu seiner sozusagen Befinden, auch nach so einem Ampelprinzip, und er konnte die ganzen Daten über dieses Gerät halt hier übertragen. Das Ganze lief dann auch an ein Studienzentrum in ein EHR-System, also ein Electronic Health Recording System, also ein Server quasi. Da gab es auch ein telemedizinisches Zentrum, das halt auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche sozusagen aktiv war und die Datenübertragung des Patienten halt überwacht hat. Und da wurde in diesem Konzept halt auch festgelegt, bei Notfällen wurde direkt das Krankenhaus sozusagen informiert.
der diensthabende Oberarzt der Kardiologie halt in dem Fall. Wenn es halt nicht so relevant war, wurde halt Hausarzt und der Kardiologe parallel benachrichtigt mit der Bitte, sich halt um den Patienten dann zu kümmern. Ja, ganz anders mal einmal zusammengefasst, was sozusagen hier die unterschiedlichen Strategien sind. Das eine ist das Remote Patient Management, wo der Patient sozusagen mit Geräten ausgestattet wird. Das ist halt sehr sinnvolle Sachen. Die Sauerstoffsättigung hatte ich noch vergessen. Es ist natürlich schön, wenn das Ganze auch automatisiert ist und die einzelnen Geräte ihre Daten via Bluetooth übertragen. Das war in dem Fall so. Da hat man das erstmalig getestet. Es ist natürlich gut, wenn eine, sag ich mal, 24 Stunden rund um die Uhr Auswertung dahinter steckt. Und wenn natürlich halt auch, sag ich mal, die Basisdaten des Patienten natürlich vorhanden sind. Und wenn natürlich halt auch ein Telemedizinzentrum dahinter steht, was die Sachen auswertet. In dem Fall waren jetzt hier auch nochmal die Stadt-Nurses vor Ort in diesem Telemedizinzentrum auch da, die halt den Patienten auch kontaktiert haben. Es gab hier auch eine, im Telemedizin zum eine Software, Fontane hieß die, und da hat man dann einen Algorithmus sozusagen getestet zur Identifikation der kritischen Werte und fehlerhaften Daten, dass auch bei Fehlalarmen sozusagen, wenn der Patient was überträgt, dass halt nicht eine Kaskade losgetreten wird, die halt gar nicht stimmt. Das war quasi auch eine technische Machbarkeitsstudie. Es waren auch Arbeitsanweisungen, also SOPs hinterlegt, nachdem beide gearbeitet wurden. Der Patient musste natürlich sehr, hier an der Stelle sehr intensiv aufgeklärt werden, ja, weil es gab ja jetzt nun verschiedenste Komponenten. Da gab es wirklich eine Patientenausbildung, weil er musste ja in die ganzen Geräte, die ich ihm gezeigt habe, eingewiesen werden. Und es mussten natürlich jetzt noch viel mehr Kooperationspartner mitspielen. Nämlich der Hausarzt und der Kardiologe. Hier in unserem Konzept von dem Remote Monitoring sind natürlich nur die Patienten drin, die bereits ein Implantat haben. Am Anfang der Herzinsuffizienz hat nicht jeder Patient bereits schon einen Schrittmacher, ein ECG oder ein katheales Rekonstruktionsgerät. Der Herzinsuffizient fängt halt am Anfang noch ohne diese Geräte an. Aber in dem Remote Monitoring Ansatz muss der Patient selber jetzt an der Stelle nichts aktiv tun, sondern hier ist der Ansatz, dass die Implantate halt autark und das Zutun des Patienten automatisiert die Daten übertragen und halt, dass ein Ampelsystem halt im Service Center oder beziehungsweise in Real Life ist das Service Center aus Leipzig nicht im Einsatz, sondern da werden halt die Daten an den behandelnden Katalog übertragen und er orientiert sich halt alleine an dem Ampelsystem, was wir sozusagen vorgeben. Arbeitet er damit. Und hier ist auch die Aufklärung des Patienten erfolgt meistens direkt über den Kardiologen und halt seine Arzthelferin. Das heißt hier, der Ansatz ist, sage ich mal, ein bisschen schlanker und einfacher, während dieser Ansatz hier komplexer ist, aber natürlich alle Patienten erfasst. Dieses Thema haben wir aufgenommen und es ist natürlich ideal, wenn man das Ganze miteinander verbindet und das Ganze in eine ganze Kaskade aufnimmt. Vorweg will ich noch ganz kurz etwas erwähnen, dass wir, um noch weiteren Support sozusagen zu leisten und auch wir das Remote Services eingeführt haben. Das beinhaltet einmal ein Flottenmanagement für die Geräte, das zeige ich gleich, einen technischen Support für die Ärzte, dass sie Fragen an uns stellen können, über Report Share, dass halt ärztliche Befundungen zwischen den Ärzten ausgetauscht werden können. Und dass er Data synkt, dass Daten aus unserer Plattform in entsprechende ja, Praxissoftware-Systeme, Krankenhausinformationssysteme, also in Infrastruktur an den im ambulanten und stationären Bereich eingeführt werden kann. Das Flottenmanagement, was ich eben erwähnt hatte, das sieht so aus, dass alle unsere Programmiergeräte in der ganzen Welt, das sind Tausende, hängen sozusagen, haben alle nur eine Testkarte und immer wenn man einen Anwender das Gerät einschaltet, wählt sich das Gerät ganz kurz auf unserem Server ein und guckt zum Beispiel, ob eine neue Software da ist. Teilt auch mit, ob das Programmiergerät in Ordnung ist, ob es eine Fehlermeldung gibt. Und der Anwender kriegt von uns auch so automatisch immer eine neue Software. Zum Beispiel, wenn wir ein neues Implantat rausbringen, dann kann der Anwender das erst abfragen, wenn er natürlich die neue Software hat. Ja, weil jedes neue Implantat hat immer eine neue Software.
Wieder gibt es natürlich auch Verbesserungen an den Implantaten oder einen kleinen Fehler, den man softwaretechnisch sozusagen beseitigen muss. Und dann ist man darauf angewiesen, dass natürlich zeitnah die Software an alle Programmiergeräte rausgetragen wird. In der Vergangenheit war das so, dass die Biotron-Mitarbeiter dann losgestiefelt sind und vom Gesetzgeber her 3 Monate Zeit hatten, die Software per USB-Stick auf alle Geräte aufzuspielen. Das ist natürlich ein Riesenzeitraum, 3 Monate. Und da konnte es natürlich sein, dass ein Patient ein neues Implantat bekommen hat und zum Niederlassungskatalog kam und das konnte noch nicht abgefragt werden, weil die Software noch nicht da war. Da war das Implantat das neue eher beim Programmiergerät des nachsorgenden Arztes als Software. Das haben wir jetzt damit auch sozusagen digital gelöst, dieses Problem. Das andere, was ich erwähnt hatte, das ist halt, wir haben eine 24-Stunden-Hotline, wo der Arzt, wenn er akut mit dem Patienten in der Nachsorge sich befindet, halt Daten übertragen kann. Hier ist der Patient, er wurde halt abgefragt, hier ist das Programmiergerät, was ich vorhin gezeigt hatte, und der Arzt überträgt die Daten über UMTS vom Programmiergerät in den Home-Betreuungsserver und da hat auch unsere Abteilung Technischer Service halt Zugriff drauf und die Patientendaten, also der Name des Patienten, Geburtsdatum, werden halt nicht mit übertragen. Es werden halt nur, welches Implantat das ist und die sind alle eindeutig zu identifizieren über eine Seriennummer, welches Modell das ist, welches Gerät das sozusagen das ist, werden übertragen und halt auch die technischen und medizinischen Daten, so wie der behandelnde Kardiologe die auf sein Programmiergerät hat, halt übertragen und den Mitarbeiter bei uns vor Ort auf der Hotline halt als PDF-Dateien sozusagen angezeigt und er kann sich die Daten genauso ansehen, wie der Kardiologe das in seinem Vorort halt macht. Und dann gibt es halt eine telefonische Rückkopplung und dann erfährt er halt der behandelnde Kardiologe Unterstützung durch unsere Hotline-Mitarbeiter. Das andere ist der gleiche Weg, nur da ist es, dass der Austausch zwischen zwei Kardiologen halt möglich ist. Ich sag mal, der niedergelassene Kardiologe, der die Expertise sich vom Krankenhauskardiologen holt oder irgendwo innerhalb eines Kundenstruktur, wo mit Netzwerken halt mit verschiedensten Standorten gearbeitet wird. Das ist sozusagen dazu Vernetzung gemacht, gedacht. Hier ist auch nochmal im Überblick. Die Daten aus unserem Home-Monitoring-Server stehen sozusagen auch digital zur Verfügung. Einerseits dem Arzt, dass er sich die bei seinem Smartphone halt ansehen kann. Das, was wir vorhin gesehen haben im Home-Monitoring, dieser webbasierte Zugang, der funktioniert natürlich nicht nur vom Rechner aus. Auch der Arzt kann von seinem Smartphone sich einwählen und sich seine Patienten anschauen. Er kann sich natürlich, so wie es meistens genutzt wird, in seiner Home-Monitoring-Plattform sich anschauen, was ich gezeigt habe. Oder der dritte Weg, die Daten laufen, die strukturierten Daten mit Rohdaten laufen sozusagen in die Software von einer Klinik, also Krankenhausinformationssystem KIS, oder in ein Praxisverwaltungssystem im niedergelassenen Bereich. Somit stehen da schon die Daten sozusagen zur Verfügung. Wir haben das Ganze jetzt noch weiterentwickelt zum Connected Cardiac Care Konzept, was ich Ihnen jetzt einmal vorstellen möchte, und haben uns dazu zwei Softwarepartner geholt. Das eine ist die Firma Doxirus aus Berlin. Das ist ein etablierter Softwarehersteller, der halt Praxis- und Arztsoftware anbietet, im Prinzip für die Facharztpraxen, für Hausärzte, für MVZ, also medizinische Versorgungszentren, nicht für Krankenhäuser. Und dann gibt es einmal das Start-up-Unternehmen Semdatex aus Berlin. Wir alle drei haben gemeinsam, dass wir halt in Berlin sind. Und dieses Start-up-Unternehmen Semdatex hat sich sozusagen auf die Fahne geschrieben, dass halt jetzt sektorengreifend alle Daten vernetzt werden. Mal kurz nur kurz, warum das eigentlich so die Motivation für zu dem Thema. Man möchte natürlich die Wirtschaftlichkeit und die Versorgung verbessern. Man möchte gerne Big Data generieren. Im Moment Big Data sozusagen aus Kunden- oder Ärztenetzwerk. Perspektivisch natürlich auch, dass solche Daten, die da erhoben werden, einem vielleicht einem bundesweiten Big Data Pool zur Verfügung gestellt werden. Das ist allerdings natürlich noch Zukunftsmusik. Man möchte halt, sag ich mal, diesen Zuweisungsprozess, was im Moment ja alles nur über Papierweg dokumentiert ist, also Fax ist natürlich auch noch erlaubt,
Aber E-Mail zum Beispiel sind normale E-Mails, der Austausch von Patientendaten ist grundsätzlich verboten. Das muss dann wieder über spezielle Programme erfolgen mit Verschlüsselung. Das heißt, die Mehrheit der Datentransfer im Moment in der Bundesrepublik zwischen den Praxen und den Kliniken läuft tatsächlich im Moment noch auf Papier. Also entweder als Fax oder halt tatsächlich noch klassisch per Post als Brief. Und man möchte dann halt Voruntersuchungen natürlich, dass die digital ausgewertet werden, bis hin zum Entlastmanagement. Das Ganze soll natürlich zur Budgetoptimierung führen. Man möchte natürlich auch Doppeltuntersuchungen. Der Hausarzt, sag ich mal, hat eine Untersuchung gemacht, das Krankenhaus weiß nichts davon, weil die Befunde nicht vorliegen. Also auch solche Doppeltuntersuchungen möchte man natürlich vermeiden. Und das Ganze soll natürlich letztendlich zur Qualitätssteigerung führen. Da gibt es auch inzwischen schon einige Projekte zur Versorgungsforschung, die man damit bedienen kann. Weil so etwas ist natürlich auch nur effizient, wenn solche Daten digital erhoben werden. Da gibt es zum Beispiel ein ambulantes Qualitätssicherungsregister, DOKUVIDE, was untersucht, dass Patienten, die ambulant einen Schrittmacher implantiert bekommen haben oder einen Wechsel hatten, versus der stationären Versorgung im Krankenhaus, dass die nicht schlechter gestellt sind, als wie gesagt der Patient im Krankenhaus versorgt wurde. Und solche Forschungsregister laufen natürlich heutzutage auch nur noch effizient, wenn die Daten in digitaler Form halt direkt zur Verfügung gestellt werden. Was auch die Qualität natürlich steigert, sind digitale Arbeitsanweisungen, also sozusagen die SOPs. Und es gibt auch inzwischen schon Versorgungsmodelle. Manche Krankenkasse hat das inzwischen auch schon erkannt und fördert das. Also zum Beispiel Vorreiter ist, sag ich mal, die DAK und die Techniker-Krankenkasse, die halt auch bereits schon Versorgungs- und Vergütungsmodelle eingerichtet haben. Das dritte Ziel ist natürlich, das Ganze durch die Verschlankung und Digitalisierung der Prozesse und die interne und externe Zusammenarbeit soll natürlich die Kosten senken. Es soll natürlich die Personalressourcen schonen. Ich meine, jeder kennt das selber, sicherlich aus seiner hausärztlichen oder fachärztlichen Betreuung. Es ist schwierig oder es gibt teilweise lange Intervalle, bis man einen Termin beim Facharzt bekommt. Wenn man bei den Ärzten ist, ist man meistens schon nach 10 Minuten, irgendwie müssen die weiter und haben keine Zeit mehr. Diese ganzen Systeme sollen natürlich den Arzt helfen und das Ganze sozusagen ihn entlasten und den Fokus halt auf die tatsächlich, ja, ich meine, gerade jetzt im Bereich der Pathologie zu sagen, auf die bedürftigen Patienten und nicht, sag ich mal, sich mit Patienten zu beschäftigen, die halt immer alles in Ordnung halt. Ne? Und dementsprechend sollen halt ärztliche Ressourcen, aber auch beim nicht ärztlichen Personal Ressourcen damit dann freigesetzt werden. So, was verstehen wir unter diesem Connected Cardiac Care? Das ist die Zusammenarbeit über Standorte und auch über Sektorengrenzen hinweg. Das heißt, den ambulanten Bereich, den niedergelassenen Bereich und den stationären Bereich zu verknüpfen auf Basis von digitalen Prozessen. Es werden sozusagen Kooperationspartner, also der niedergelassene Arzt, der mit einer bestimmten Klinik halt kooperiert oder der Hausarzt, der mit einem Facharzt sozusagen kooperiert. Die Kooperationspartner werden miteinander verbunden. Man kann es auch dazu nutzen, immer mehr Kliniken fusionieren aus dem ökonomischen Druck heraus und bilden verschiedenste Standorte, wo halt medizinische Schwerpunkte sozusagen gesetzt werden. Auch zum Thema Standortvernetzung zwischen den Kliniken wird das Ganze genutzt. Dieser Versorgungsforschung, Register hatte ich schon angesprochen. Und man kann in so eine Struktur natürlich auch jederzeit ein Telemonitoring-Zentrum, egal von wem das sein mag, ob das jetzt angesiedelt ist in einer Klinik, ob das ein externer Dienstleister ist, auch sowas gibt es inzwischen, wo quasi diese Telemonitoring-Leistungen outgesourced sind. Da hapert es dann teilweise wieder an der Finanzierung mit den Krankenkassen. Diese Dinge kann man alle mit einbinden. Entschuldigung. In dieser Software-Hardware-Lösung gibt es verschiedenste Komponenten. Zentrale Sache ist, dass man an einer elektronischen Patientenakte, also einer Fallakte, gemeinsam arbeitet, wo auch die Leistungsdokumentation, also die medizinische Leistungsdokumentation, auch dann zur Abrechnung drin ist. Es ist der bundeseinheitliche Medikamentenplan, den es ja inzwischen gibt. Manch einer hat den vielleicht auch schon mal jetzt gesehen, zeige euch gleich mal ein Bild dazu, wird da elektronisch hinterlegt. Man kann aus dieser Plattform Video- und Telekonsile machen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Patientenportal anzulegen, sodass man halt Patienteninformationen zugutekommen lassen kann, allgemein zur Herzerkrankung oder anderen Erkrankungen, aber auch eben
gezielten Zugang zu seiner persönlichen Fallakte zu bieten und ihm dort halt Zugang zu auch ausgewählten und freigegebenen Dokumenten zu geben, also zum Beispiel zu dem Medikamentenplan. Er hat ihn zwar, sag ich mal, irgendwann mal ausgehändigt bekommen von einem Hausarzt, der für die Gabe der Medikamente tatsächlich verantwortlich ist, hat ihn aber irgendwie verbummelt, dann könnte er sich sozusagen hier einwählen, in seine Patientenakte gucken und sich das Ganze halt nochmal ausdrucken. Man möchte halt alle Dokumentationen, Entlassungsbriefe, Befunde, Arztbriefe, man möchte alles gemeinsam halt in der Akte drin haben. Das Hohenzeugen ist natürlich mit eingebunden. Es sind externe Geräte angebunden, also Programmiergerät, was ich eben schon gezeigt habe, aber auch andere Geräte wie Echo, EKG-Schreiber und jetzt auch seit neuestem natürlich die ganzen Wearables, die die Patienten selber inzwischen haben, Fitbits, die Apple Watch, die inzwischen ausgezeichnete EKG-Aufzeichnungen und auch einen sehr guten Algorithmus zur Vorhofflimmererkennung hat. Alles das sind Daten, die inzwischen, und da, sag ich mal, werden die Ärzte in der Zukunft, relativ nahen Zukunft, sag ich mal, überschwemmt werden, dass die Patienten selber noch zusätzlich, sag ich mal, zu den Geräten, die sie vielleicht vom Arzt verschrieben oder ausgehändigt bekommen haben, selber sich Geräte zulegen, wo halt medizinische Daten erhoben werden. Und die wollen sie dem Arzt natürlich nicht in Papierform irgendwie vorlegen, sondern natürlich am liebsten online ihm in seine eigene Patientenakte einspeisen. So ein System muss natürlich die Schnittstellen bedienen, sodass die strukturierten Daten im Krankenhausinformationssystem und auch im Praxisverwaltungssystem halt rauslaufen. Und es bietet natürlich auch die Plattform, Statistiken und Auswertungen sozusagen über das Patientenkollektiv zu fahren. Also zum Beispiel kann man sagen, wie viele Patienten sind jetzt männlich, wie viele Patienten haben das Medikament XY bekommen, in welcher Dosierung. Also solche Abfragen können halt aus diesen Datenbanken dann gemacht werden. Liegen sozusagen die Möglichkeiten, der Anwendungsbereich. Das eine ist natürlich im PVS, das ist die Praxisverwaltungssystem, das ist also die Arztsoftware im niedergelassenen, im ambulanten Bereich, wo letztendlich auch die Abrechnung der Leistungsdokumentation mit der Kassenärztlichen Vereinigung läuft. Man kann damit halt jetzt für die Device-Patienten, also Schrittmacher und Defi-Patienten, eine Datenbank halt aufbauen. Und wo es natürlich auch sehr sinnvoll ist, ist den Ausbau von Herzinsuffizienznetzwerken. Herzinsuffizienznetzwerken. Und hier farblich sozusagen mal dargestellt sind dann die einzelnen Blöcke, wo was mit reinspielt. Zeige ich auch mal ein bisschen was zu den technischen Details. Es ist eine modulare Vernetzungssoftware. Es gibt sozusagen einen webbasierten Zugang für den Arzt, auch für nichtärztliches Personal und letztendlich auch für den Patienten, wenn gewünscht. Und es ist egal, ob das jetzt ein PC ist oder ob das ein Apple-Gerät ist, ob das ein Tablet, ob das ein Smartphone ist, es ist egal. Es ist keine Softwareinstallation auf dem Gerät notwendig, von dem man da reingeht. Es ist natürlich die Software schon auf einem Server drauf, das ist natürlich logischerweise. Es gibt eine lokale, hostliche Datenhaltung. Es werden automatische Updates geführt und es werden vor allen Dingen die im Moment im Medizinbereich gängigen Schnittstellen bedient. GDT ist die Schnittstelle für alle Praxisverwaltungssoftwaren, also in den niedergelassenen Bereich. Und HL7 ist die Schnittstelle, die in den Krankenhäusern angewendet wird, wo quasi alle Geräte, ob das jetzt eine Echomaschine ist, Rechner, andere Software halt ins Krankenhausinformationssystem halt rein. Es können auch andere Formate wie DICOM, das kommt aus der Radiologie, das sind Datenformate aus der Bildgebung, also MRT, CT, Röntgenaufnahmen können ja eingespielt werden und man hat natürlich auch sämtliche Zugänge der klassischen Computer halt. So sieht das ganze Konzept aus, wenn man sektorenübergreifend die Kommunikation macht. Es gibt im Moment zwei Tendenzen, also oder ich fange mal mit den Begrifflichkeiten an. Es gibt die sogenannte Private Cloud, das heißt, das ist ein lokaler Server. Da sind jetzt in dem Fall Patientendaten nur hier gespeichert. Ja, das kann jetzt hier die Klinik zum Beispiel sein. Hier hat halt einen so einen Server stehen. Die Daten sind auch verfügbar, wenn es zu einem Internetausfall kommt. Ja. Dann gibt es eine Hybrid Cloud.
eine Hybrid-Cloud, und das ist halt, grenzt das ab zu den Clouds, die wir, sag ich mal, aus dem privaten Bereich kennen, wo wir, sag ich mal, oder viele in der Bevölkerung ihre Daten, Fotos und sonst was halt hochladen. Diese Cloud unterscheidet sich davon, dass da keine Patientendaten gelagert sind, sondern diese Hybrid-Cloud kann man sich im Prinzip wie eine Ampelkreuzung mit Ampelschaltung vorstellen. Also die liefert einfach nur die Logiken, wer mit wem hier, welcher Server mit wem hier die Daten austauscht. Er liefert sozusagen die Standards, sorgt dafür, dass die Server halt mit den automatischen Software-Updates versorgt werden und steuert letztendlich den sichernden Datenaustausch. Ja, das ist natürlich ein zugelassenes sozusagen Rechenzentrum. Das befindet sich halt in Deutschland, steht auch in Berlin. Es ist ISO-zertifiziert und erfüllt im Moment sämtliche sozusagen Anwendungen. Es ist von der KV zugelassen, also von allen Bereichen, was im Moment im medizinischen Bereich meiner Zulassung benötigt, werden damit abgedeckt. In diesem Beispiel jetzt dargestellt ist zum Beispiel, dass der Facharzt einmal der negativen Kalu halt selber auch so einen Server stehen hat, aber zum Beispiel der Hausarzt das nicht hat. Dadurch, dass er ja webbasiert sozusagen Zugang hat, kann er aber Daten in die Patientenakte einpflegen, entweder beim Facharzt oder bei der Klinik. Und der Sinn der Sache ist natürlich, dass die einzelnen Patientenakten synchronisiert werden. Und es ist egal, ob der Hausarzt das jetzt hier in die Patientenakte einführt oder da reinführt. Die Daten werden halt automatisch ausgetauscht. In dem nächsten Beispiel ist sozusagen jetzt hier auch nochmal der Fernzugriff dargestellt. Ja, der Arzt kann halt von immer, wo er sich befindet, auch wenn er halt nicht in seiner Klinik oder Praxis ist, halt zugreifen. Und man kann halt auch dem Patienten die Möglichkeit bieten, halt in seine Patientenakte halt auch reinzuschauen. Gibt es einige Fragen? Nö, scheint's nicht. Wir haben hier nur Ich schnell mal im weiter. Chat das Potenzial der Apple Watch diskutiert. Das ist aber, glaube ich, schon ausdiskutiert. Ja, das ist also sehr, sehr spannend. Vielleicht mal auch als, wir haben ja nun auch Algorithmen als Ergänzung, vielleicht mal als Kommentar dazu. Wir haben ja nun auch Algorithmen in diesen implantierbaren Cardiac-Monitoren, die halt auch auf der Suche nach Vorhofflimmern sind und die Patienten zum Beispiel nach kryptogenen Schlaganfall, also beziehungsweise ESUS heißen die inzwischen die Patienten. Das heißt, der Patient hatte einen Schlaganfall, der Neurologe hat nichts gefunden, warum der Patient einen Schlaganfall bekommen hat, und dann vermutet man dahinter, und das ist in der Regel halt auch so, dass das Vorhofflimmern halt der Auslöser dafür war. Das heißt, Vorhofflimmern war, dass Vorhöfe haben nicht mehr richtig kontraktiert. Es kommt zur Thrombose, also zur Thrombenbildung halt der Vorhofebene, die schießen halt hoch ins Gehirn und verursachen sozusagen den Schlaganfall. Und diese Implantable Cardiac Monitore, die haben auch Algorithmen halt, und um halt einen Herzrhythmus EKG sozusagen zu bewerten. Und im Gegensatz zu Schrittmachern und zu sagen ICDs oder diesen CRT-Systemen, die ja über Elektroden direkt in die jeweiligen Kammern reinschauen und gucken können, was halt dort für ein Rhythmus vorliegt, hat ja halt so ein ICM halt nur das oberflächliche EKG. Und das ist natürlich bei einer Apple Watch genau das Gleiche. Apple Watch kann halt auch nur ein oberflächliches EKG schreiben und auch nur dann im Moment ja symptomgesteuert vom Patienten. Er muss ja an, wenn ein richtiges EKG geschrieben werden muss, mit der rechten Hand, wenn er die Uhr links trägt, einmal mit der rechten Hand an die Uhr fassen und damit die elektrische Brücke quasi nach rechts überschaffen, und dann kann erst der Messstrom einmal EKG, aber ein richtig gutes oberflächliches EKG sozusagen aufzeichnen. Und die Algorithmen, die Apple da inzwischen entwickelt hat, das müssen wir sehr, sehr zu bewundern, zugeben sozusagen, sind sehr, sehr gut, und die werden in Kürze wirklich halt eine richtige medizinische Zulassung dafür bekommen, dass halt so etwas, ja, wirklich als Auswertetool halt verwendet werden kann. Also, sag mal, wir von der Industrie werden uns auch noch ein bisschen umstellen, dass einmal die Patienten nicht mehr alle mit solchen kleinen Langzeit-EKGs gechippt werden, weil man halt das durch externe Geräte, Wearables, halt ersetzen kann. Das habe ich im Prinzip nochmal gezeigt. Das ist natürlich in diesem Konstrukt halt auch sozusagen eingebunden. Dieses Bild zeigt nochmal die Struktur. Hier ist sozusagen die Fallakte des Patienten auf einem Server, und man legt halt dann also derjenige, der halt diesen Server hat, legt halt, oder jeweils die Leute, die so einen Server haben, legen halt fest,
wer in welche Patientenakte, also welche Institution und welche Person sozusagen Zugriff auf die jeweilige Patientenakte hat, ne? Also so eine Matrix der Benutzerzugänge und freie Schaltungen. Und wenn ich selber ein medizinisches Dokument erstellt habe, dann gebe ich es sozusagen frei in der Akte und damit ist es dann sozusagen auch revisionssicher, wenn es zum Beispiel ein Arztbrief ist. Das kann also niemand mehr bearbeiten. Das ist dann quasi zu einem PDF meistens dann geworden. Und ich habe es dann durch Freigabe halt auch quasi den anderen Benutzern halt freigegeben. Hier ist jetzt ein Beispiel mal aus diesem bundeseinheitlichen Medikamentenplan. Als Patient bekommt man das so etwas von seinem Hausarzt oder von seinem Facharzt sozusagen mit. Man kann auch hier über den QR-Code sozusagen sich das angucken. Und das ist meistens in den KIS-Systemen und im PVS-System in den Arztpraxen bereits schon etabliert, wird dann nur noch ausgedruckt. Und wenn zwar so etwas, sage ich mal, schon vorhanden ist in digitaler Form, dann kann man dann jetzt aus, weil mit dieser Connected Cardiac Care, mit diesem InSuite-Server, stellt man eine, sag ich mal, eine Parallelstruktur auf. Und zumindest in Kliniken ist das so. In der Praxissoftware, wenn der niedergelassene Arzt damit arbeitet, dann wäre es natürlich die gleiche Software. Arbeitet der Arzt mit einer anderen Praxissoftware, dann müssen ja die Daten erstmal sozusagen von seiner Praxissoftware auf den InSuite-Server rüberkommen. Und das kann man aber auch ganz einfach sozusagen machen, selbst wenn es noch nicht automatisiert ist, einfach durch so einen virtuellen Drucker, dass man das halt rüber schickt als PDF in die Patientenakte. Automatisieren kann man viel. Es ist aber halt auch, sag ich mal, umso mehr man automatisiert, wird das Ganze auch umso teurer. Manche Sachen, sag ich mal, bringen zurzeit heute auch vielleicht noch nicht was. Manche Sachen hat man auch schneller vielleicht mal eben, sag ich mal, hier auf so eine Art und Weise rübergeschoben in ein anderes System mit einem einzigen Klick, als dass es vielleicht direkt auch automatisiert ist. Aber das Ziel ist natürlich die Entwicklung, und das ist auch schon möglich, alles zu synchronisieren. Im Bereich der Herzinsuffizienzüberwachung entstehen inzwischen Herzinsuffizienznetzwerke. Diese Strukturen werden gerade gebildet. Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie zertifiziert das Ganze auch. Ist auch eine relativ teure Angelegenheit. Es entstehen überregionale Herzinsuffizienzzentren. Das sind dann die Maximalversorger, Unikliniken, Großherzzentren, die eine Kardiologie und auch eine Herzchirurgie sozusagen im Hause haben und auch die terminale Herzinsuffizienz behandeln können, also sprich nachher Herztransplantationen, herzchirurgische Herzpumpen, Assist Devices, Kunstherzen implantieren können. Das sind sozusagen diese überregionalen Herzinsuffizienz-Schwerpunktkliniken. Darunter gibt es dann halt das normale Schwerpunktkrankenhaus, was halt eine etablierte, sehr ausgeprägte Kardiologie hat. Darunter gibt es vielleicht noch irgendwie ein ländliches, kleines Krankenhaus. Und dann gibt es natürlich den niedergelassenen Kardiologen und auch die niedergelassenen Kardiologen, die Praxen, das sind dann meistens Gemeinschaftspraxen, fangen an, sich zu zertifizieren, dass sie sich spezialisieren auf die Behandlung von herzinsuffizienten Patienten. Weil wenn man diese ganzen bisherigen laufenden Versorgungsforschungen sich anschaut, dann fängt die Therapie der Herzinsuffizienzpatienten damit an, dass es da drei Medikamentenbausteine gibt. Da gibt es einmal den Beta-Blocker, da gibt es das Diuretikum, also das entwässernde Medikament, und dann, dass sie halt diese Medikamente vom Hausarzt teilweise nicht vollständig verschrieben werden oder nicht in den Leitlinien geforderten maximalen Dosierungen. Ja, und da ist, sag ich mal, im Moment die Versorgung der Herzinsuffizienzpatienten in Deutschland sehr, sehr schlecht. Also mehr als 60%, also um die 60% der Patienten werden zurzeit in Deutschland nicht leitliniengerecht mit den Medikamenten versorgt. Und das möchte man jetzt durch solche Herzinsuffizienznetzwerke halt, sag ich mal, beheben. An einer oder anderen Stelle möchte man auch ganz gerne dem Hausarzt so ein bisschen, sag ich mal, salopp auf die Finger gucken. Und da bietet sich natürlich der digitale Medikamentenaustausch an. Das Ganze wird sozusagen transparent, weil jeder sieht ja den Medikamentenplan des Patienten und auch kann den Abgleich sozusagen verfolgen. Das ist jetzt hier mal ein Beispiel des Beta-Blockers, wo sozusagen jetzt der Patient noch, ja, man sieht hier sozusagen Anfangdosierung, er wird dann über die
Zeit hochgefahren bis hin zur gewünschten maximalen Dosierung, wie es in den Leitlinien vorgeschrieben wird. Und hier kann man dann zum Beispiel erkennen, dass der Patient noch gar nicht an seiner Zieldosierung angekommen ist. Und das ermöglicht, sage ich mal, und da der Hausarzt die Hoheit über den Medikamenten sozusagen Führung hat, und die, sag ich mal, die Klinik, wo der Patient vielleicht schon war stationär, einen Medikamentenplan sozusagen erstellt hat und eine Empfehlung ausgesprochen hat und das auch in einen Arztbrief sozusagen eingeschrieben hat. Der Niederlassungskatalog hat das dann sicherlich übernommen, hat das vielleicht noch optimiert. Meistens haben die Herzpatienten auch noch Komorbiditäten, da ist oft noch ein Diabetologe und ein Nephrologe mit involviert, weil sie auch noch eine Nierenerkrankung haben, einen Diabetes. Und das heißt, diese Daten laufen dann letztendlich alle zum Hausarzt und der Hausarzt hat aber die Verantwortung, sage ich mal, dass der Medikamentenplan für so einen herzinfarkten Patienten sozusagen eingehalten wird. Teilweise verstehend, sag ich mal, beim Hausarzt das Verständnis. Teilweise, sag ich mal, sind sie so ein bisschen skeptisch, was die Medikamententherapie angeht und halten sich da halt nicht unbedingt immer an die vorgegebenen, bereits etablierten Leitlinien. Und um, wie gesagt, da halt eine bessere Versorgung zu generieren und halt eine größere Transparenz reinzubringen, möchte man sich halt dann digital sozusagen austauschen. Und da kommen jetzt wieder hier halt die SOPs dazu. Wenn das hier schon digital sozusagen gemonitort wird, dann kann man natürlich auch direkt einen Algorithmus hinterlegen, wo der dann halt aufpoppt, ja, mit so einer Aufgabe, wo halt der Hausarzt dann daran erinnert wird, dass halt dieses Medikament nicht sozusagen gegeben wird. Oder jetzt in dem Fall wird hier nochmal geschaut, da soll nochmal die Pumpkraft sozusagen per Echo gemonitort werden und nochmal erhoben werden. Das heißt, da poppen auch Arbeitsanweisungen auf, die nicht für den Arzt selber, der das, sag ich mal, initiiert hat, auf ist, sondern halt jemand, der in der Kaskade da halt in dem Netz mitarbeitet, an einer ganz anderen Stelle. Das heißt, Aufgaben können also delegiert werden über die Systemgrenzen hinweg. Ja, und man sieht das so ein bisschen hier im Hintergrund. Ups, na, sieht man im Hintergrund. Man ist jetzt hier in der Patientenfallakte drin und da poppt halt auch eine Information halt auf, dass bei diesem Patienten hier eine Arbeitsanweisung aufgetreten ist, das vorhanden ist. Es poppt natürlich auch in der Oberfläche, wenn man im Startbildschirm, wenn man auf dem Server drauf ist, poppt das natürlich auch auf für die einzelnen Patienten, damit man natürlich den Überblick hat. Hier ist man jetzt mal in eine Patientenakte beispielhaft reingesprungen. Nochmal zurückzukehren, weil als Hersteller von Implantaten war uns natürlich das erste Anliegen, dass halt die Implantatpatienten natürlich da vernünftig reinlaufen. Das heißt, vom Home Monitoring Server oder auch von den Programmiergeräten werden jetzt halt die Daten, auch die strukturierten Daten durchgeschleust. Und hier ist man jetzt in einer Überblick von verschiedensten Patienten, wo man halt sieht, dass für einzelne Patienten jetzt eine Inhouse-Nachsorge, das heißt, da war der Patient immer hier bei mir gelassenen Katalogen, eingelaufen ist oder hier ist zum Beispiel durchs Home Monitoring übertragen eine Fernnachsorge eingelaufen und eröffnet sozusagen auch hier eine Arbeitseinweisung, die geöffnet werden soll und abgearbeitet werden muss. Um noch mehr sozusagen Ich bin Automatisierung und tatsächlich Freiheiten froh. reinzubringen, haben wir uns jetzt bemüht, die Achtung. bitte. Wir sind immer knapp zu spät, die Michaela und ich. Michaela hatte ich glaube, das sind jetzt zwei Folien davor, die Frage, wie denn die Hausärztinnen und Hausärzte auf diesen Eingriff in ihre Kompetenzen reagieren. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Das ist an wenigen Stellen losgelaufen, also das ist neu. Wir sind an verschiedensten Stellen in der Implementierung. Also an den Stellen, sage ich mal, wo es läuft und reibungslos läuft, ist, sage ich mal, vorher Gespräche geführt worden von den Akteuren im Netzwerk. An manchen Stellen laufen noch diese, sage ich mal, Gespräche. An manchen Stellen ist den Hausärzten auch noch nicht klar, dass so etwas auf sie zukommt. Das ist natürlich eine kritische Geschichte. Ja, man muss natürlich da einen gemeinsamen Konsens finden. Auf jeden Fall löst das natürlich das Ganze aus, dass halt die Hausärzte mit den Kardiologen, das heißt der Krankenhauskardiologe oder halt auch der niedergelassene Kardiologe in Dialog treten.
Das passiert auch immer wieder jetzt auch Fortbildungen im Bereich der Herzinsuffizienz, warum eigentlich die Hausärzte halt wie gesagt, flächendeckend, wir reden da von 60% der herzinsuffizienten Patienten in Deutschland, warum die medikamentös eigentlich nicht ausreichend, also nicht leitlinienkonform sozusagen behandelt werden. Da ist ein genereller Prozess sozusagen losgetreten worden. Das ist auch jetzt in den einschlägigen Zeitschriften der Kardiologie immer wieder auch Thema. Man findet das auch wieder in Beiträgen im Ärzteblatt auch solche Themen. Ja, also es kann natürlich der eine oder andere, sag ich mal, veraltete Hausarzt, dem das vielleicht auch nicht unbedingt so, dem das nicht schmeckt und der sich vielleicht auf den Schlips getreten fühlt. Ja, das kann sicherlich passieren. Insofern ist die Einführung so eines Systems natürlich Bedarf einer sehr, sehr wohl vorbereiteten Vorarbeit, ja, um alle wirklich mit an Bord zu holen. Weil es bringt natürlich, sage ich mal, nichts, wenn letztendlich nicht alle flächendeckend oder beziehungsweise in einer lokalen Netzwerkstruktur, sage ich mal, innerhalb von einer Stadt. Ich meine, arbeiten sowieso nicht jeder mit jedem zusammen. Ich meine, die einzelnen Facharztpraxen schicken, gerade wenn man, sage ich mal, in so Ballungszentren reinguckt, wie das Ruhrgebiet oder in Berlin, da gibt es natürlich auch eine große Konkurrenzsituation zwischen den Kliniken, auch zwischen den Facharztpraxen. Und da kooperiert natürlich sowieso nicht jeder mit jedem. Das heißt, da bilden sich natürlich, oder es gibt natürlich schon Netzwerkstrukturen, wer da wem welche Patienten sozusagen schickt. Und diese vorhandenen Netzwerke, sag ich mal, die müssen jetzt halt miteinander verbunden und digitalisiert werden. Und sag ich mal, die Anforderungen, welche Daten die wie ausgetauscht werden und auch in welcher Form das Ganze aussehen soll, noch spezifiziert werden. Also wir mit den Softwarepartnern da Sendatex und Doxirus geben da Vorschläge, da kommen gleich auch noch ein paar Beispiele. Aber letztendlich wird das Ganze customized, wenn man so schön neudeutsch sagt. Das heißt, jeder kann da seine eigenen Befunde, Dokumente, Checklisten und sowas erarbeiten und sagen, ja, ich möchte das aber so und so halt mit meinem Zuweiserstruktur halt haben. Also das wird dann halt auch berücksichtigt. Und nochmal vielleicht zu dieser Kooperation zwischen den einzelnen Firmen. Die Firma Sendatex ist ja ein kleines Start-up-Unternehmen. Wir reden davon irgendwie 8 Leuten. So etwas hätte eigentlich am Markt, und es gibt immer extrem viele Start-up-Unternehmen, diese ganze Szene kann man überhaupt nicht mehr überblicken. Ganz viele kommen mit irgendwelchen genialen Ideen auf den Markt. Und sag ich mal, medizinische Daten auszutauschen zu verschiedensten Bereichen, da sind extrem viele dran. Ja, da sind auch die großen Softwarehersteller dran, da sind viele Startups dran. Nur die Startups haben natürlich ein großes Problem. Die kriegen so ein Produkt unter Umständen überhaupt gar nicht auf die Piste, weil sie gar nicht die Power haben. Und Viatronic als, wie gesagt, im Markt groß etablierter Hersteller von Medizinprodukten, also wir stellen nicht nur Schuttmacher-Defis her, sondern wir sind in der ganzen kardiologischen Versorgungskette drin, von Stents, also zur Herzinfarktversorgung, den Herzinfarkt im Fall des Herzinfarkts, die Koronararterie sozusagen zu dilatieren, den Stent einzubauen. Wir sind im Bereich der Elektrophysiologie sozusagen unterwegs, dass wir ganze Katheterlabore halt für Rhythmusstörungen, Untersuchungen, Ablationen von Herzgewebe sozusagen unterwegs sind. Das heißt, wir kennen alle Kardiologen halt in Deutschland, den niedergelassenen, aber auch den Krankenhausbereich. Und wir haben im Prinzip die Power, solche Ideen in den Markt reinzutragen. Und gut, die Firma Doxirus, die ist natürlich im ambulanten Bereich sozusagen bekannt. Und wir kennen natürlich die Personennetzwerke, also die Kardiologen im niedergelassenen und im stationären Bereich. Und wir wollen ihnen sozusagen jetzt helfen dabei, dass ihre vorhandenen Netzwerke und die sich aufbauenden Herzensnetzwerke direkt halt auch dann mit dem digitalen Datenaustausch ja, laufen. In der Zertifizierungsphase von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie ist in der ersten Phase erstmal gar nicht vorgesehen, dass da digital ausgetauscht werden, die Daten, sondern sie sind, meint jetzt alle, in der Phase, dass bestimmte Strukturvoraussetzungen halt an Kliniken, an den Facharzt, an den Kardiologen geschaffen werden müssen, was die Ausstattung von Geräten, Räumlichkeiten angeht, um überhaupt herzinsuffiziente Patienten behandeln zu können. Und dass sich Netzwerke, Personennetzwerke überhaupt binden und sich Gedanken dazu machen, wie die Patienten ausgetauscht werden, in welchen Strukturen, dass da, sage ich mal, alleine schon Kommunikationswege
festgelegt werden. Unter Umständen kennt der Facharzt überhaupt nicht den, sag ich mal, zuständigen Oberarzt der Ersteninstanztherapie in der Klinik oder solche Sachen. Also diese Netzwerke werden im Moment erstmal gebaut. Es ist dort in den Leitlinien und auch in den Positionspapieren von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie natürlich schon erwähnt, dass es perspektivisch erstrebenswert ist, das Ganze halt auch auf digitale Netzwerke zu heben. Und da bringen wir uns sozusagen ein und wir verstehen uns sozusagen auch da an der Stelle als Prozessberater, weil wir von Biotronic, sag ich mal, also wir kennen die Netzwerkpartner sozusagen, die Personen. Wir kennen die Behandlungspfade und die klinischen Versorgung des Patienten im stationären und ambulanten Bereich. Wir verstehen uns sozusagen auch als Dolmetscher gegenüber den Programmierern und Softwareingenieuren, die sich mit dem Arzt per se gar nicht unterhalten können. Die verstehen sich einfach gar nicht. Der Programmierer weiß teilweise überhaupt nicht dann, was der Arzt eigentlich von ihm will. Und deswegen haben wir gesagt, gehen wir diese Partnerschaft halt ein mit diesen beiden Softwareunternehmen, um halt da im Markt gemeinsam agieren zu können. Ich gehe jetzt einmal weiter, weil wir natürlich auch wissen, ich hatte es vorhin mal erwähnt, es gibt noch vier weitere Wettbewerbsfirmen und wir wissen natürlich, und das ist ja hier, dieses System wird letztendlich über die Firma Sendatec, so wird das Startup-Unternehmen verkauft. Und uns ist aber auch klar, dass so ein Konzept natürlich nur leben kann, wenn halt auch die Programmiergeräte von einem anderen Hersteller mit eingebunden werden. Und in dem Fall haben wir uns jetzt auch darum gekümmert. Was wir jetzt hier sehen, ist WLAN-Connector. Das heißt, der bindet halt, wird an ein jeweiliges Programmiergerät von einem einzelnen Hersteller angeschlossen. Beim Kunden wird halt so ein WLAN-In-Place-Hub aufgestellt. Und jetzt zeige ich das Bild nochmal hier. Hier sind auch nochmal die alten Hersteller aufgelistet. Biotronic, Boston Scientific, Abbott, Medtronic und da fehlt noch MicroPort, das ist noch ein chinesischer Anbieter, das hier sind drei US-amerikanische Firmen und alle Daten, alle Programmiergeräte, also von allen Implantaten, die Nachsorgedaten können sozusagen übertragen werden und landen dann halt in der jeweiligen Patientenakte mit den Messwerten von den Nachsorgen. Und wir haben jetzt halt unser Hummelzeugen auch inzwischen da angebunden, das hatte ich ja eben schon gezeigt. Und die nächste Phase ist halt gerade, dass jetzt halt die telemedizinischen Ansätze von diesen drei US-amerikanischen Herstellern jetzt auch gerade angebunden werden, dass diese Daten halt auch in die elektronischen Patientenakten einlaufen, automatisiert. Wenn man das nicht machen würde, dann würde natürlich so ein Konzept, hätte das natürlich keinen Sinn. Nochmal was zur Automatisierung weiterhin, was den Arzt jetzt einmal auch wieder Ressourcen einspart, ist, wenn er so eine Nachsorge gemacht hat, musste er bisher eigentlich immer einen händischen Arztbrief schreiben. Da wurde dann halt, und dieser Arztbrief geht an den Hausarzt. Ja, alles, was sozusagen der Facharzt macht, muss er ja dem Hausarzt gegenüber dokumentieren. Und er musste früher halt einen Brief schreiben, wo dann drin steht halt, wie voll die Batterie ist, die einzelnen elektrischen Werte, wie viel Energie das Gerät braucht, Reizschwellen, Wahrnehmung, wie groß die Amplituden sind, die elektrischen Signale von den einzelnen Herzaktionen aus den einzelnen Kammern. Diese Dinge, die werden jetzt alle automatisch erfasst. Es gibt sozusagen ein Template und dieser Arztbrief direkt wird automatisch in der Plattform halt generiert. Das heißt, der Arzt braucht das dann letztendlich, wenn er es per Post schicken will, nur noch ausdrücken. Ansonsten wird halt das dann als revisionssichere freigegeben. Dann ist es halt als PDF-Datei, liegt es dann halt in der Patientenakte drin. Es fließen halt hier aus dem Hummelzeugen. Das ist jetzt hier nochmal das hatte ich vorhin schon mal gezeigt. Unser Quartalsbefund aus dem Hummelzeugen drin, der dann halt auch in die Akte reinfließt. Und alle Patienten haben einen sogenannten Implantatausweis. Damit zeigt der Patient sich sozusagen gegenüber medizinischem Personal, wenn er halt aufgenommen wird im Krankenhaus, aber auch zum Beispiel, wenn er zum Flughafen geht und durch die sicherheitstechnische Kontrolle muss, dann muss der Patient halt auch seinen Ausweis vorzeigen, weil er darf halt normalerweise so nicht durch den Scanner am Flughafen gehen oder zumindest nicht lange da in dem Scannerbereich stehen bleiben. Und diese Ausweise beinhalten halt, wie das Gerät programmiert ist und auch immer die Ergebnisse der Nachsorge. Und diese ganzen Spalten, die mussten halt mit allen Werten bisher immer händisch ausgefüllt werden, was halt den Arzt halt auch sehr viel Zeit, also auch irgendwie 10 Minuten, sag ich mal, oder fast 10 Minuten gekostet hat. Das wird jetzt auch automatisch ausgefüllt. Also dieses Formular ist quasi digital hinterlegt. Es laufen die ganzen Messwerte automatisch da rein und der Arzt druckt
diesen Ausweis einfach neu für den Patienten einfach neu aus. Das heißt, er schmeißt den Zettel, den vorher hatte, schmeißt er weg und kriegt halt diesen Zettel halt in Papierform mit und natürlich steht sie ihm auch in digitaler Form als PDF zur Verfügung. So, ich sehe schon, wir haben es noch sehr spät. Ich komme jetzt mal hier zum Schluss. Das ist jetzt auch eine vorletzte Folie. Ein bisschen nochmal zusammenzufassen. Also man kann halt Medikamentenmonitoring machen. Es sind auch die ganzen Medikamente, die es auf dem Markt gibt, sind alle hinterlegt. Sämtliche Wirkstoffe, sämtliche Handelsnamen. Also der Arzt kann sozusagen den Medikamentenplan halt digital füllen. Die Datenbanken, die werden halt auch automatisch immer durch Updates von den Pharmafirmen sozusagen gefüllt. Statisten und Reports kann man fahren. Man kann damit Telekonsile-Videosprechstunden einrichten. Also Telekonsile, dass der Facharzt zum Beispiel sich mit dem Hausarzt bezüglich eines Patienten austauscht. Das ist durchaus jetzt auch, dass das losgeht. Videosprechstunde, da sind viele Ärzte noch restriktiv. Das heißt, da wählt sich der Patient quasi ein und kommt gar nicht mehr in die Praxis, sondern spricht mit dem Patienten. Das können sich im Moment in der kardiologischen Szene die meisten niedersten Kardiologen nicht vorstellen im Moment. Ja. Das liegt aber auch daran, dass das in ihre, sag ich mal, Zeitmanagement, Terminplanung überhaupt nicht reinpasst. Und wenn Sie so etwas einführen wollen, müssten Sie im Prinzip Videotermine freigeben, die halt irgendwo in 3 Monaten sind. Das ist natürlich schon ein bisschen auch unsinnig. Und es gibt jetzt auch die Gesetzesvorgaben, dass jetzt die Praxen sich auch Zeitfenster pro Woche einen Tag und einen halben Tag freihalten müssen für Notfälle. Und da könnte man natürlich dann halt auch solche Videosprechstunden natürlich dann in der Zukunft einfließen lassen. Das ist dann aber auch im Moment von der Terminplanung natürlich sehr eingeschränkt. Also da gibt es sehr viele praktische Hürden, so etwas zu etablieren. Ich sage mal Telekonsil, dass sich der Facharzt mit dem Hausarzt mal zu bestimmten Zeiten verabredet und vielleicht nach der Sprechstunde, das ist schon eher realisierbar. Oder dass der Facharzt, sag ich mal, oder einen Oberarztkollegen in der Klinik sozusagen kontaktiert. Das gibt es schon, ne? Das ist schon etabliert. PACS-Archiv, ja, das ist nochmal die Anbindung von sämtlichem Bildmaterial, was im medizinischen Bereich gibt, also MRT, CT, Echo, Röntgen, alles sozusagen hier. Anbindung externer Geräte hatte ich schon erwähnt. Da sind vor allen Dingen auch in der Zukunft die ganzen Wearables von Patient mit gemeint. Und das ist noch, sag ich mal, eine Vereinfachung für den Arzt. Mehrfachkarte, dass er sozusagen sich nicht immer einloggen muss im System, sondern hat sozusagen so eine Karte und wenn er an seinem System vorbeigeht, tippt er sich eben, checkt er sozusagen ein mit seiner Karte, sodass da kein nötiges, langwieriges Anmeldeprozedere erfolgen muss, sondern er identifiziert sich halt mit seiner Karte halt. Ne? Meine Stimme versagt auch langsam. Spring da mal nochmal rüber weg. Hier ist nochmal ein Beispiel für den Patienten. Also Patientenportal, dass er halt in der Zukunft ist so, dass die Idee, dass der Arzt halt so Dienst in Anspruch nehmen kann, meine Termine, seine Ärzte halt sehen kann, seine Geräte im Überblick hat, also auch digital, was er denn für digitale Geräte im Einsatz bei sich hat, die halt in die Plattform mit angebunden sind und natürlich auch seine Dokumente, die er halt, seine Arztbriefe, Befunde, die er sich halt anschauen kann. Ja, das ist im Prinzip sozusagen, wie wir uns das vorstellen, was wir im Aufbau sind. Es gibt einige Netzwerkstrukturen, die damit zum Beispiel arbeiten. Es gibt ein Herzinsuffizienznetzwerk in Rothenburg, an der Fulda, die damit arbeiten. Es gibt oben in Ostfriesland einige Klinikverbunde, die mit aufbauen. Dann hatte ich ja vorhin schon erwähnt, es gibt dieses deutschlandweite ambulante Qualitätssicherungsregister DOKUVIDE. Da nehmen zurzeit 60 Kunden daran teil, die den Nachweis dafür erbringen wollen, dass halt Patienten, die ihren Schrittmacher nicht mehr im stationären Aufenthalt bekommen haben, sondern ambulant, entweder in der Klinik oder in einer Praxis, einem HKL von der Praxis, dass die nicht schlechter versorgt sind sozusagen als der stationäre versorgte Patient. Die laufen schon halt, dieses Register läuft schon komplett darüber. Und ja, ansonsten sind einige Strukturen hier im Aufbau. In Herne zum Beispiel gibt es ein Projekt, da ist eine Klinik, die haben tatsächlich alle niedersten Kardiologen mit an Bord geholt. Bei den Hausärzten hapert es dann schon, da sind dann nur zwei hausärztliche Gemeinschaftspraxen, die momentan mitmachen. Die anderen, sag ich mal, müssen noch motiviert werden. Da hat man schon diese Themen, dass man nicht alle begeistern kann. Es ist, sag ich mal, auch auf ärztlicher Seite natürlich eine
Generationsfrage. Ich sag mal, der Arzt, der vielleicht in 10 Jahren oder weniger als 10 Jahren in den Ruhestand geht, der ist vielleicht den digitalen Themen nicht mehr so ganz offen. Es gibt auch Praxen, die haben noch gar keine digitale Infrastruktur. Es gibt nicht mehr viele. Sollte es eigentlich auch nicht mehr geben. Ist vom Gesetzgeber auch nicht mehr vorgesehen. Aber es gibt nur ein paar hausärztliche Praxen, die haben tatsächlich noch ausschließlich Papierakten und arbeiten mit Karteikarten, ja, so man es vielleicht von früher erkennt. Die haben natürlich ein grundsätzliches Problem, in der zukünftigen Gesundheitswelt in Deutschland sozusagen weiterhin zu existieren. Und ich sage mal, da tut sich im Moment extrem viel und das hat eine Dynamik inzwischen angenommen und dass man auch gar nicht mehr alle Lösungen, die es einmal gibt, überblicken kann. Also ich war selber auch auf der Medica und habe mich da halt auch nur bei Softwarelösungen umgeschaut und diese ganze Startup-Szene sozusagen besucht. Es ist unglaublich, auch wie tolle Ideen dahinter stecken teilweise. Aber ich hatte da auch ein sehr interessantes Gespräch mit Herrn Professor Debatin. Das ist der Leiter vom Digital Innovation Hub. Das ist sozusagen eine Institution, die am Bundesgesundheitsministerium angesiedelt ist und hat ungefähr 20 Mitarbeiter, meist ärztliche, die im Moment halt diese ganze Startup-Szene sozusagen auch und auch die etablierten Softwarelösungen sozusagen sich anschauen. Und ja auch, sage ich mal, gerade diese Apps, die der Patient dann nachher auf seinem Smartphone halt installieren kann und wo ja auch vorgesehen ist, dass der Arzt ihm auch sozusagen Apps verschreiben kann, die werden ja auch von diesem Innovation Hub sozusagen jetzt gerade bewertet und dann halt freigegeben als Medizinprodukt, dass der Arzt in der Zukunft diese App dann halt auf Rezept verschreiben kann. Also sehr, sehr spannend, was im Moment da los ist. Aber auch, wir haben natürlich auch mit Herrn Professor Debatin über dieses Konzept gesprochen. Und er hat das, sage ich mal, auch sehr begrüßt, weil er auch meinte, halt, die meisten Startups werden mit ihren Ideen überhaupt gar nicht in den Markt kommen, weil sie überhaupt nicht die Power haben, das Ganze in den Markt einzutragen, beziehungsweise da ein serienreifes, sage ich mal, Produkt draus zu machen. Und letztendlich sind sie angewiesen, dass sie einen großen Partner finden. Ob das jetzt, sage ich mal, die Softwarepartner, so wie Aqua Healthcare oder ja, für so ein Krankenhausinformationssysteme oder von diesen Praxissoftware-Systemen, wie die CompuGroup sind, oder ob es einer von den bildgebenden Firmen wie Siemens Healthineers, Aqua, GE und Philips, wie sie alle heißen, alle tummeln sich in dem Bereich, aber alle kommen aus unterschiedlichen Ausrichtungen, haben unterschiedliche medizinische Foki, und es haben vor allen Dingen nicht alle die sektorenübergreifende Vernetzung im Fokus zurzeit. Also da ist, sag ich mal, sind wir mit diesem Connected Cardiac Care sehr, sehr weit vorne, vielleicht der Zeit schon noch ein bisschen voraus, dass da noch nicht alle mitmachen. Und gut, man muss natürlich auch dazu sagen, das ist ja auch jetzt nur eine Vernetzung im Bereich Technologie. Dieses Konzept sieht ja gar nicht die Versorgung von irgendwelchen anderen medizinischen Bereichen vor. Ja, damit möchte ich eigentlich schließen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und es gibt wahrscheinlich ganz viele Fragen. Ich befürchte, dass ich die meisten damit einfach erschlagen habe mit dem ganzen Thema. Es ist sehr, sehr komplex. Und das, ich habe natürlich auch die Zeit massiv überschritten. Aber die Darstellung ist halt auch sehr, nicht sehr einfach. Ja, super. Lieber Michael, ganz vielen Dank. Wir haben gemerkt zum Schluss, die Stimme hat gerade noch gehalten. Unheimlich spannend. Ich glaube, Ja. wir haben viel gesehen. Auch die Zukunft von Medizinprodukten hier tatsächlich, ne? Also hier ein Produkt mit FDA-Zulassung, eine der ersten, die EU-MDR-Zulassung hatten, das, was jetzt jedes Medizinprodukt braucht und damit auch klinische Studien für alle Produkte vorgeschrieben sind. Ich glaube, es war ein unheimlich guter Rundumblick, den wir da mitgenommen haben. Einige Fragen kamen im Chat. Ja, apropos Ja. MDR, eine Ergänzung noch kurz zum MDR. Nach den ganzen MDR neuen Regularien sind die Firmen auch übrigens noch mehr dazu verdonnert, inzwischen selber Patientendaten zu haben und zu monitoren, was natürlich im Konträr im Moment eigentlich zu unserem Datenschutzbewegung im Moment in Deutschland halt ist. Ne? Also da steht man natürlich auch an Datenschutzthemen, wenn man so einen Connected Cardiac Care Ansatz hat, das widerspricht jetzt grundsätzlich nicht dem Datenschutz, nur man muss den Patienten natürlich aufklären über diese Netzwerkstruktur und wer das Netzwerk sozusagen ist und wer da halt an welche Institutionen, welche sozusagen seine Daten halt weitergegeben werden. Wenn man das macht, dann hat man natürlich den Datenschutz genügend getan. Nur, ich sag mal,
Wir als Hersteller, bei uns laufen ja halt die Daten von den Implantaten alle drauf. Da sind wir auch in der Zukunft darauf angewiesen, aus MDR-Regulatoren so etwas zu monitoren. Aber wir wollen unsere Implantatflotte, ich meine, es sind nicht unsere Programmiergeräte, sondern die Flotte der Patienten sozusagen mit ihren Implantaten natürlich auch monitoren. Ja, das ist eine Herausforderung jetzt gerade für alle, ne? Innerhalb der nächsten 6 Monate endet da quasi die Übergangszeit. Und ja, das wird sehr spannend. Ich lese hier parallel im Chat, Fragen sind keine neuen aufgekommen. Ich sehe gerade, ich war schuld daran anscheinend, dass immer am Anfang die Kamera weg war. Aber wenn ich mit drin bin, dann geht die Kamera weg. Eben während des Vortrags hat sie komplett gut gehalten bei dir. Dann ist es tatsächlich so, dass wir am Alles Ende gut. sind, ihr Lieben. Ich wünsche euch auch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Freue mich darauf, wenn wir uns nächstes Jahr am 8. Januar, Michael, wäre auch für dich interessant, zum digitalen Salon wiedersehen. Das ist Mittwoch, 18 Uhr. Es geht Ja, schön. um Security, Privacy. Wer hat die Herrschaft im Internet? Wir haben jemanden von Google da. Wir werden da quasi mal in Präsenz uns in die Augen gucken und miteinander diskutieren. Am 9.1. geht es dann ums digitale Versorgungsgesetz, Digitalisierung Versorgung. DVG. Macht Sven am 9.1. Gerne dabei. Also bis zum 8.1. Ja. kein Kurs, fragt Charlotte. Nein, bis zum 8.1. kein Kurs, wie ihr hört. Einer muss erstmal hier irgendwie Füße hoch Netflix machen, 2 Wochen lang. Ganz, ganz herzlichen Dank, Michael, dass du das gemacht hast. Das ist das Großartige an diesem Kurs, dass wir tolle Expertinnen und Experten immer kriegen, die hier unheimlich nah und echt berichten, viel echter, als wir das irgendwo könnten und einen tollen Einblick in die Zukunft der Medizin geben. Dankeschön. Spaß gemacht. Jetzt. Sehr gerne. Und wir trinken Kaffee. Und ich melde Genau. mich mal Anfang des Jahres wegen dem anderen Thema, was wir am Anfang besprochen Super, haben. freue ich mich sehr drauf. Euch allen schönen Abend, genießt die Vorweihnachtszeit, wo ihr ja gerade seid. Bis nächstes Jahr. Von mir auch. Tschüss. Schöne Adventszeit noch. Restliche schöne Weihnachten. Guten Rutsch und alles Gute für 2020.